Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Let's Plays zu Dead Rising 3. So, bin ich mal gespannt. Waffen und Klamotten. Ah, da, okay. Wahrscheinlich müssen wir alle platt machen. Und dann kommt wahrscheinlich dem sein Boss als Endgegner oder sowas. So, damit Stare Down. Was ist denn das? Eine Aktentasche? Oh, was gibt's denn da? Jazzhände. Finde ich grundsätzlich ja interessant. Gehen wir mal hier hoch. Combo. Bauen. Also müssen wir tatsächlich alle kaputt machen. Ja, lecko mio, das ist ja geil. Die sparen wir uns mal auf, lieber. Will ich ja. Genau, so, vernichte die Zombies wie erwartet. Das wollte ich gerade sagen. Wo ist Red? Er sollte mich hier treffen, aber er ist nicht gekommen. Hat ihn der Loser da draußen verjagt? Tja, wenn es Probleme gibt, sollen sie uns beim Flugzeug treffen. Vielleicht ist er da, los. Nick! Was? Annie? Red und ich, wir waren vor Ewigkeiten mal zusammen. Es ist lange her, aber er knabbert immer noch daran. Ich will nur, dass du das weißt. Ich wollte dir das nur sagen. Ich bin nur... Schön, dass du immer wieder herkommst. Da geht noch was. Okay, wir haben die Troller. Hawaii-Hemd ist auch geil. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wohin? Nach ganz da unten müssen wir. Das war ein sicherer Ort. Oh, das bringt uns immer. Was ist das denn hier? Warum ist da... Den werde ich wahrscheinlich aus Versehen hingesetzt haben. Wir müssten hier zu dieser Garage kommen. Nur bringen würde uns nichts. Weil hier nämlich... Oder doch... Genau, wir gehen hier zur Garage, fahren da oben rum, dadurch, dahin, darum und hier runter. Einfach den längsten Weg, den wir finden können. Okay. Dann soll es eben so sein. Oder wir finden hier oben noch ein Auto. Gucken wir mal, ob wir hier oben ein Auto finden. So, paar Kettenblitze raushauen. Genau, am besten hier hinter die Absperrung kommen. Okay, bewegen. Das sieht auch gut aus, was so Autos angeht. Genau. Da haben wir doch auch schon eins. Komm her, Mädel. Nee, das will ich nicht, aber okay. Steig ein. Perfekt. Die sind ja immer ganz wehrhaft, die Story-Tanten.
ist eigentlich ja ganz gut. Gucken, dass wir das Auto nicht kaputt fahren. Also nicht, wenn wir es noch nicht müssen. Ach, ich war doch gar nicht richtig drauf. Was soll der Quark? Okay, weiter. Das Auto läuft auf jeden Fall noch. Das Problem ist, dass was wir daraus bauen könnten, das ist kein Zweisitzer. Deswegen brauchen wir da gar nicht drüber nachdenken. Steigen wir hier mal aus, gehen in das andere Auto. Steig ein, Tosal! Jawohl! Jetzt hier runter. Kurz mal gucken, wenn wir hier rechts rumkommen vielleicht. Komm, wir brauchen ein bisschen Platz wenigstens hier. Fahren wir hier durch. Egal, das Auto läuft noch. Kurz gucken. Bisschen näher ran. Müssen hier rechts rum auf jeden Fall. Alter Schwede. Hier ist ein Taxi. Steigen wir mal ein. Taxi, Taxi, Taxi. Komm, 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 komm. Komm jetzt rein. Okay, passt. Alter, ich flippe hier aus. Sind wir ein scheiß Einkaufswagen, ey. Okay, passt. So, Moment, hier, bei denen steigen wir ein. Komm, komm, komm. Komm, Mädel. Steig jetzt ein, danke. Müssten hier runter irgendwie, da vorne dann rechts runter. Da ist ein Safehouse, das bringt uns noch nicht so viel. Genau, hier kommen wir runter, das ist schon mal gut. Obwohl, wir steigen mal hier in das Safehouse ein, damit wir speichern und nicht den ganzen Weg nochmal machen müssen. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Vielleicht können wir auch nochmal die ein oder andere Waffe organisieren. So, speichern wir mal. Spiel ist gespeichert, das passt. Wo ist denn hier der Waffenschrank? Waffenschrank, Waffenschrank, da hinten. Okay, perfekt. Gucken, ob wir wieder was bauen können. So, super Kombos, würde ich sagen. Ne, Bomben will ich nicht. Machen wir zweimal die hier. Anstatt den hier nehmen wir den mit. Ne, das will ich ja nicht. Könnten wir ihr auch eine gute Waffe mitgeben? Vielleicht das Kantholz mal probieren. Hier. Das hat sie wenigstens auch eine Waffe. Gehen wir hier in den Transporter mal rein. Komm jetzt! Steig ein, Mann, Mädel! Okay, sie ist drinnen. Oh, was ist das hier für ein heftiger Weg, ey. Kurz nochmal gucken. Müssen wir hier dann links? Wie das Auto schon wieder fast im Eimer ist, ey.
Scheiß auf dich, Troller. Okay, das passt. Ab in das Auto. Oder auch nicht. Wir kämpfen uns die 200 Meter einfach durch, habe ich beschlossen. Okay, da ist er. Sie ist wieder dabei. Sehr gut. Schnelle Attacke. 50 Meter haben wir schon geschafft. Diese Zombie-Monster, ey. Dass da so viele mal sein müssen. Level abbekommen. Okay, explodiert wieder mal einer. Flipp hier doch aus, ey. Das war eine Garage, Leute. Eine Garage. Wir rennen durch. Scheiße auf dich, Telefon. Komm, rein hier. Komm, komm. Annie, beweg deinen fetten Arsch. Danke dafür. Genau, und jetzt kommen wir hier nämlich weiter. Beste Auto überhaupt, was wir hier haben. Das ist der A-Team-Truck sozusagen. Jetzt steigen wir hier mal aus. Und sind am Ziel angekommen. Was mir natürlich super gut gefällt. So, mal gucken, was passiert. Wir sind beim Flugzeug. Bist du okay? Ja. Weckt nur böse Erinnerungen. Wo sind die anderen? Gute Frage. Seid ihr okay? Wo sind die anderen? Ich dachte, sie wären bei dir. Nein, Red, wir lassen sie nach all dem nicht zurück. Wir können nicht? Okay, gut. An einer Stelle kann ich noch nachsehen, okay? Das Flugzeug ist aufgetankt. Können wir los? Wir können alle anderen nicht einfach opfern, okay? Okay? Dann seid bereit, wenn ich zurückkomme. Okay. Nick, so nennen sie dich jetzt? Wir müssen los. Moment, Sie sind Isabella Keys? Es gibt Gerüchte. Nein, so war das nicht. Was haben Sie mir zu sagen? Keine Andeutung. Raus damit. Eure Regierung hat bei meinem Dorf ein Labor gebaut. Damit euer fettes Land mehr fettes Vieh fressen kann. Und mit dem Labor kamen Soldaten der US-Armee. Wie junge Männer so sind, verbreiten sie ihre Gene. Und als Dr. Barnaby dann die Bienen entdeckte, nun kamen die Zombies. Und eure Regierung tötete die meisten Überlebenden, damit die Wahrheit geheim blieb. Carlito fand, es wäre nur richtig, die Kinder in das Land zu schicken, das für ihre Entstehung verantwortlich ist. Kleine Zeitbomben wie dein Freund Diego. Aber er wollte nichts Unaufhaltbares erschaffen. Also machte er eine der Weisen immun. Oh mein Gott, Nick. Du bist es, Nick. Du bist die kleine Rettungskapsel von Carlito. Ich? Auf dich haben wir gewartet. Du kannst geheilt werden. Dr. Mellon will das Heilmittel und tut alles dafür. Sie sucht gerade nach dir. Wir müssen weg. Na, das sieht zwar nicht besonders aus, aber... Wir müssen es versuchen. Nick! Annie! Kommt jetzt raus! Was denn, Mann? Wir müssen alle holen. Nick, bitte! Leute, Beeilung! Ich brauche Hilfe! Nee, scheint, müssen wir gegen ihn kämpfen, ey. Keine Zeit, Annie! Annie, eine Falle! Oh nein, die Drecksau. Verdammt, du
Was ein Sack. Nick, das ist ein tolles Tattoo. Nummer 12. Was tust du nur? Oh, du kennst deine Bedeutung? 5 Millionen Dollar für Red. Du hast deine Familie ja schnell geopfert. Komm, Nick. Ich sagte doch, ich bin Realist. Ich bin es leid, als Geächteter zu leben. Und als ich den Flyer gesehen habe, wurde mir klar, dass das meine größte Chance auf 5 Millionen Dollar wäre. Stell dir vor, ich hab deine Freunde. Du bist meine 5 Millionen Dollar. Also okay, machen wir doch einen Tausch. Ich werde dich mit bloßen Händen umbringen, du elender Scheißkerl. Das will ich sehen. Lass uns raus, bitte! Okay, jetzt müssen wir den Kran irgendwie kaputt machen. Wie sollen wir das machen? So schon mal nicht anscheinend. Dynamit, das hört schon gut an. Ich will da hoch, ehrlich gesagt. Oder wir machen es so. Okay, ein bisschen gedamaged haben wir. Nehmen wir hier noch ein paar Sachen mit. Oh, Scheiße. Komm, Dynamit. Ey! Machen platt, machen platt. Alter, was geht hier gerade ab? Hallo? Erstmal essen. Komm, Schinken. Oder bringt das am Ende gar nichts, wenn wir das auf den Kran direkt werfen? Vielleicht müssen wir auch erstmal hier... Oh, Scheiße. Hier haben wir noch mehr Dynamit. Bringt uns nichts. Müssen wir wahrscheinlich kaputt schießen. Tatsache, also wir müssen ihn kaputt schießen. Und weg hier. Nix da Verstärkung, du Drecksau. Kurz was essen. Muss doch jetzt der Raketenwerfer sein, genau. Perfekt. Ey, du Dreckarsch. Oh yeah, noch mehr Zombies. Rotleib, hallo? Mal futtern. Hinten ist noch einer. Okay, okay, der ist down. Wie, geh rein? Wo rein? Okay, kurz weg. Klappe jetzt, du Vogel. Scheiß Schrotflinte. Was ein blöder Encounter, ey. Ja.
haben wir denn hier für eine Waffe? Sturmgewehr, okay. Oh, ist leer, super gut. Oh, der ist gut. Neuen Raketenwerfer. Wow! Flippe aus hier. Du Drecksau, ey. Danke dafür. Ich hatte schon Angst, dass ich ewig leben muss. Eine Ananas, komm. Hier, die brauchen wir. Na, dann lieber Schnaps. Sturmgewehr, das sieht doch gut aus. Nein, Mann, Sturmgewehr, dass der hier immer nur die Scheiße nimmt, die ich nicht haben will. Wie viel hält der denn aus, ey? Such nach Schwachstellen, das ist schon in Ordnung. Damit ist er down. Kurz was essen. Das sieht doch gut aus. Da ist doch noch eine Panzerfaust gewesen. Na, was soll ich denn mit der Tasche? So, dann machen wir den da down. Schnell mal den Energy Drink einpfeifen. Wo ist die? Da ist die Raketen. Panzerfaust. Okay, so, wo kommt der nächste her? Ist die Frage. Da hinten schon wieder. Komm! Wir brauchen mehr Männer. Gut, wie sie sich da hinknien, um die NPCs Leichen zu fressen. Ah, toll! Sind wir genau in der Ecke. Müssen wir raus, müssen wir raus! Mal gucken, dass wir erstmal jetzt wieder was zu essen organisieren. Besten hier hinten dann wohl. Genau, hier gibt's genug. Was war das denn jetzt? Brauchen irgendwie gute Waffen, mit denen wir hier besser agieren können. Alter. Wo ist der Depp? Ah, da hinten. Okay, der ist down, wenn ich das richtig interpretiere. Lass mir doch die Ruhe, ey. Okay, fast down. Eine Ration. Bräuchte noch irgendwas zu essen. Das wäre ganz gut. Ich glaube, wir haben down gemacht, kann das sein? Oh, bitte. Jetzt können wir da hinten rum hoch wohl. Um ihn zu verdreschen, aber den Bagel hätte ich noch gerne. Los jetzt, lauf!
Okay, Video. Nick, alles klar? Ja, los, finden wir einen Weg hier raus. Los! Aber wie sollen wir denn... Oh nein. Du Depp, Nick. Du kommst mit mir. Für die Familie, was? Nein, ich bin Einzelkind, Nick. Genauso wie du. Nein, nicht so wie ich. Oh Mann. Du hast nicht das... So, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.